gebt dem Video einen Daumen nach oben. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Checkt die Videobeschreibung. Schreibt mir Kommentare. Und gebt mir einen Kuss. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, bevor das Video losgeht, Achtung, kein Inscope nachmache, muss ich euch wirklich mal eine kleine Story erzählen. Und zwar, ich mache gerade drüben die Kohlen an, ja, vom Balkon, Tür war offen. Und da habe ich bloß unten gehört so, ja, Digga, bla bla bla, kannst du mich abholen und hier, ich habe Termin. Irgendeiner hatte einen Termin und hat seinen Kumpel gefragt, ob ihn abholt und so, ne. Und dann ging es irgendwie darum, dass er irgendwie kaum noch Sprit hat und Geld haben will. Meinte, ja, Digga, alles klar, kein Problem, sag du an, ich gebe dir 10 Euro, bla bla. Ja, Dicker, alles klar, Treffelstunde, bis gleich. Er legt auf. Ich denke mal, er war alleine und nicht ganz bei sich und sagt so, ey, so ein Hurensohn will immer Geld dafür haben und alles sowas. Mega geil, erst schön, ja, Bruder, alles klar, machen wir so. Und aufgelegt und dann, jetzt will er auch noch Geld dafür haben, ja. Richtig lustig. Ich fand's witzig, ja, die meisten haben jetzt nicht gelacht, kein Problem. Heute geht's nochmal um Holster, meine Freunde. Ja, zweimal war der Piet dran, jetzt ist der Holster dran. Und zwar gibt's heute Holster Sour Gum. Ich will's kaum anfassen, weil das Ganze sehr feucht ist. Und zwar haben wir hier das Ganze, ja, also definitiv ready to smoke, ja. Wer es nicht weiß, was Holsterkonzentrat ist, ja, Holsterkonzentrat halt, ne. Also ihr braucht dazu noch Rohtabak. Das Ganze könnt ihr kaufen bei holster-shop.de. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung, Freunde. Und Sour Gum soll sein eine absolute Geschmacksinnovation. Kindheitserinnerungen an die sauren Wassermelonen-Kaugummis werden geweckt. Sehr fruchtig, zugleich sauer im Abgang. Ich muss euch ehrlich sagen, diese Wassermelonen-Kaugummis kenne ich persönlich jetzt nicht. Ja? Vielleicht habe ich irgendwas verpasst. In den 90ern habe ich es dann anscheinend nicht mitbekommen. Aber gut. Ja, aktuell ist auch ein Angebot drin, sonst kostet das Ganze so um die 9 Euro. Jetzt 6,99, das ist, glaube ich, so ein Mai-Angebot oder so, ich weiß nicht ganz. Auf jeden Fall, falls euch das zusagt, was ich euch gleich sage, dann schaut mal vorbei, Freunde. Ja, wir kommen erstmal zum Geruch. Ja, und es kommt euch eigentlich sofort erstmal so eine Wassermelone entgegen, ja, so ein Wassermelon, leicht chemisch, natürlich, Kaugummi, Fruchtgummi, Geruch, ja. Relativ mild das Ganze, aber völlig angenehm, ja. Ist jetzt nicht so, dass, wie bei Ultimate, ja, du riechst hier und machst das mal. Da gibt es auch schon wieder Screenshots auf Facebook, ich sehe es schon wieder, ja. Fruchtig, gummibärartig. Ja, ist ganz okay. Und ja, wird geraucht heute wieder in der Glasschicha. Tonkopf Hassan Pascha 1.0, 3 Alduchan, Platinkohlen. Jo, wir kommen zum Rauch. Das Ganze raucht übertrieben krass, ja? Und drückt nicht, kratzt nicht, er verträgt wirklich sehr viel Hitze, das Ganze ist auch sehr feucht, muss ich sagen. Könnt ihr wirklich ziehen wie ein Stier, Freunde, ja? Oder wie ein Pferd. Ha! Geil! Und der gibt einfach nicht nach, ja. Geht, denke ich mal, klar, oder? Ja, wie schmeckt das Ganze? Eigentlich so fast wie im Geruch, ja. Ihr habt so eine Wassermelonen, Fruchtgummi, naja, nicht Fruchtgummi, was steht denn hier? Fruchtig, ja. So eine Süßigkeit, ja, also Wassermelonen-Süßigkeit, möchte ich mal sagen. Sehr süß das Ganze und irgendwoher kenne ich den Geschmack, ja, also ich habe das schon mal irgend
wo gegessen. Also diese Süßigkeit, die abgebildet ist, kenne ich persönlich nicht. Aber irgend so ein Wassermelonen, doch Kaugummi irgendwas? Wassermelonen-Kaugummis, ich bin ja auch behindert, ja, das steht ja sogar da. Wassermelonen-Kaugummis, ja, also irgendwelche Five Gums oder sowas ist es nicht. Irgendwas ist das, ja. Auf jeden Fall sehr entspannt zu rauchen. Also, Wassermelonen-Kaugummis. Leicht fruchtig und ihr habt einfach dieses, ja, dieses Süßliche von diesen Süßigkeiten, ja. Ich kenne die zwar nicht, aber es schmeckt auf jeden Fall cool, Freunde. Wenn euch das zusagt, checkt mal ab hier, holster-shop.de, 690, 100 ml Molasse und Rottabak dazu. Gibt einfach über den Rottabak etwa 25 bis 27 Gramm, lasst das Ganze ungefähr eine Woche ziehen, immer mal umrühren. Und dann könnt ihr das versuchen, Freunde. Und er geht nicht in die Knie, ja? Er geht nicht in die Knie. Ich ziehe hier wie ein Pferd und das verbrennt einfach nicht, ja? Also, super Ding. Lieben Gruß an den Nino nochmal, ja? Der hat mir ja ein paar Shots mitgegeben. Vielen Dank dafür, Digga. Und von mir gibt es hier einfach mal eine Kaffee- und Probierempfehlung. Meiner Meinung nach wird es, denke ich mal, einigen schmecken. Misch hier mal noch ein bisschen Minze dazu, ja? Dann ist der wirklich lecker. Wisst ihr, ich brauche mal ein bisschen Minze. Habe ich jetzt vergessen mit reinzumischen, nicht Depp. Aber kein Problem, schmeckt auch so, also den kann man sich auch mal öfters gönnen, ja. Also ich habe den vor 2 oder 3 Tagen mal geraucht, habe dann noch ein Köpfchen geraucht und jetzt nochmal. Also ist nicht so, dass ich ziehe und sage, naja, eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Also kann man sich definitiv mal geben. Leute, Hilfe. Ja, dann soll es auch soweit gewesen sein, Freunde. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Gebt mir ein Video. Gebt mir ein Video nach oben für das Daumen-Ding hier. Leute, es ist kurz nach 11, ja. Donnerstag, ich muss das Video jetzt noch drehen. Ich bin völlig durch. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Checkt die Videobeschreibung. Schreibt mir Kommentare. Und gebt mir einen Kuss. Keine Ahnung. Meine Fresse raucht er. Ich bin draußen, Freunde. Wir sehen uns Sonntag. Haut rein. Ciao, ciao.